Danke, Herr Vizepräsident. Ja, nur ganz kurz, Herr Rauch, Sie haben sich heute wieder verhaspelt oder was auch immer. Sie haben heute wieder behauptet, die Verlängerung der Impfstoffe von BioNTech-Pfizer sind 9 Monate. In Ihrer Beantwortung steht 12 auf 15. Entweder 12 oder 15. Ja, da steht es drin. Dann wissen Sie wieder nicht, was Sie in der Beantwortung schreiben und was da herinnen reden. Sie kennen sich wahrscheinlich wirklich nicht aus. Es ist traurig. Dann noch zu Ihrer Aussage da herinnen. Jetzt habe ich das Protokoll noch einmal zum Zitieren. Keine einzige Person in Österreich wird mit abgelaufenem Impfstoff gesetzt. Und der Zettel, den Sie in der Hand haben, ist nichts anderes als ein Hinweis darauf, die Dosen nicht wegzumeißen. Wissen Sie warum? Weil sie eingetauscht werden. Und da war noch keine Rede von irgendwelchen Neuverhandlungen, von Verträgen, was jetzt dahergeredet haben. Da waren wir noch ganz weit weg, weil da waren wir noch im Juli, wo Sie das daher erzählt haben. Zum Kollegen Kornhäusl, der ja von Corona nichts mehr hören will. Ich verstehe das schon, dass man da nichts mehr hören will. Weil wenn man natürlich alle Fälle davon schwimmen sieht und mit der Bevölkerung draußen redet und die sagt, nie wieder lassen wir uns von denen verarschen, nichts mehr, am vierten Stich können sie sich am Hut auf den Stecken wie ein Gamsbochter, aber sonst mehr, nicht mehr mit einer vierten Impfung. Glaube ich, dass der Herr Kornhäusl nichts mehr wissen will, aber es ist ja ganz lässig, wenn der Kornhäusl daherkommt mit der Wissenschaft. Nur zur Verständnisfrage, Herr Kollege, vielleicht schnattert nicht so viel da hinten, dann verstehst du es auch ein bisschen mehr. Nur zur Verständnisfrage zur Wissenschaft, Herr Kornhäusl. Mich würde jetzt interessieren, ist es jene Wissenschaft, die gesagt hat, nur Geimpfte überleben? Oder meinen Sie jene Wissenschaft, die gesagt hat, nur eine Impfung schützt vor Erkrankung? Oder ist es jene Wissenschaft, die gesagt hat, nur eine Impfung schützt vor schweren Verlauf? Oder ist es jene Wissenschaft, die jetzt zum Schluss gesagt hat, naja, ein paar Tage weniger liegst intensiv vielleicht, wenn du geimpft bist. Also ich dachte nur von Verständnis, meinen Sie diese Wissenschaft? Denn dann haben wir zwar eh ausgeredet. Zur Frau Kollegin Hauschild-Buschberger, die jetzt wieder behauptet hat, niemand wird mit abgelaufenen Impfstoff geimpft. Ich gebe Ihnen jetzt das Zettel vom Herrn Minister, das er ausschickt. Da steht oben, von wann bis wann die Impfungen verlängert werden, das Ablaufdatum. Sie müssen nur lesen, Frau Kollegin. Und abgelaufen ist abgelaufen. Und deshalb, Herr Minister, weil Sie heute wieder bewiesen haben, Sie haben es heute wieder bewiesen, die Anfrage haben Sie falsch beantwortet und da herinnen haben Sie auch wieder die Unwahrheit gesagt, um nicht wieder wegen Lügen einen Ordnungsruf zu kriegen, stelle jetzt den Antrag des Bundesrates Christoph Steiner und weiterer Bundesräte auf Nichtkenntnisnahme der Beantwortung einer schriftlichen Anfrage. Die unterzeichneten Bundesräte stellen folgenden Antrag. Der Bundesrat wolle beschließen, die Anfragebeantwortung 3731-AB-BR-2022 des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz wird nicht zur Kenntnis genommen. Und da haben Sie heute einen Riesenspagat gemacht, Herr Minister. Mir ist es schon klar, dass das ganz, ganz schwer war. Sie haben mir keine Antwort gegeben, was passiert mit den zu vielen, hat auch der Herr Kollege AB keine Antwort gekriegt. Werden sie weggeschmissen, werden sie verschenkt oder werden sie in die Asylanten verimpft? Die drei Fragen habe ich gestellt. Ich will es nur wissen, was passiert mit dem zu vielen Impfstoff. Sie haben mir auch keine Antwort gegeben, ob Sie das damals gelogen haben oder nicht, dass die Impfdosen, die abgelaufenen, ausgetauscht werden. Ich habe keine Antwort von Ihnen bekommen. Sie hätten heutige Gelegenheit gehabt, das österreichische Volk aufzuklären, zurückzukommen in die Rufweite oder nur in die Nähe der Wahrheit. Sie haben auch das wieder nicht geschafft. Herr Minister, ich habe mit Ihnen wirklich ein Problem in Zukunft. Soll es dann einmal außerhalb der Corona-Geschichten Sie auch noch geben und mit Ihnen, mir da herinnen, zu tun haben müssen, habe ich massiv ein Problem, Ihnen nur einen Satz, der aus Ihrem Mund kommt, zu glauben.